In Bezug auf Dragon's Dogma und die spätere Version Dragon's Dogma Dark Arisen gibt es zwei Lager. Die einen können sich kaum an das Open-World-RPG von Capcom aus dem Jahr 2012 erinnern und haben es als ganz nett abgestempelt. Die anderen feiern den Geheimtipp für die besondere Atmosphäre, das innovative Vasallensystem und die actionreichen Kämpfe und sehen es als Spieleperle, die man nicht verpassen sollte. Dragon's Dogma 2 schickt sich nun an, diese beiden Lager mit sinnvollen Verbesserungen zu vereinen und könnte sich als richtiger Rollenspiel-Hit entpuppen. Bevor wir ins Detail gehen, eine Sache vorweg, die vor allem Fans des ersten Teils freuen dürfte. Dragon's Dogma 2 ist immer noch Dragon's Dogma. Die Neuerungen und Anpassungen, die Capcom für den Nachfolger in Angriff nimmt, ändern nicht viel an der grundlegenden Spielerfahrung. Und das ist eine gute Nachricht, denn Dragon's Dogma war auf seine Art einzigartig und insbesondere in Sachen Open-World-Gameplay und Klassenvielfalt seiner Zeit sogar voraus. Deswegen erinnern die Abenteuer in Granseas, dem Kontinent, auf dem Dragon's Dogma spielt, auch ein wenig an Elden Ring. Dragon's Dogma 2 bietet wieder eine Spielwelt, die zum Erkunden einlädt, gleichzeitig aber auch bedrohlich wirkt, vor allem in den stockdusteren Nächten. Langsames Vortasten und das Meiden von starken Gegnern sind dann das oberste Gebot. Dieses Video wird euch präsentiert von NZXT. Mit den Kraken Wasserkühlsystemen könnt ihr jederzeit die Temperatur und andere nützliche Werte eures PCs auf den Displays ablesen. Die verbesserten Displays zeigen jetzt schon in der Basisversion animierte GIFs mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde an. Mit den Kraken Modellen 240, 280 und 360 ladet ihr die GIFs eurer Wahl hoch und greift auf die GIFI-Integration zurück. Bilder- und Web-Integrationen sind ebenfalls möglich. Die Kraken Elite zeigt sogar bis zu 40 Bilder pro Sekunde an und nutzt so das 2,36 Zoll Weitwinkel-Display voll aus. Mehr Details zu den neuen Wasserkühlungen von NZXT gibt's über den Link in der Videobeschreibung. Zur Story von Dragon's Dogma 2 lässt sich noch nicht allzu viel sagen. Wir wissen aber bereits, dass wir erneut in die Rolle eines Erweckten schlüpfen. Abermals wird das Herz unseres Helden oder unserer Heldin von einem Drachen aus der Brust gerissen und verspeist. Die Stimme des Drachen ertönt in unserem Kopf und spricht von unserem Schicksal. Um unser Herz und unsere Menschlichkeit jetzt wieder zu erlangen, müssen wir den Drachen finden und besiegen. Bei der Umsetzung von Spielwelt und Story hat sich ja schon das erste Dragon's Dogma von vielen anderen japanischen Rollenspielen deutlich abgehoben. Und auch im neuen Spiel bekommen wir keine melodramatische Geschichte, wie in manchen Final Fantasy-Teilen vorgesetzt, und auch keine allzu überzeichneten Charaktermodelle. Es gibt aber auch keine bunte Action mit überall aufploppenden Schadenszahlen. Dafür bekommen wir eine düstere Spielwelt, die oft an Dark Souls erinnert. Obwohl Dragon's Dogma also ein japanisches Rollenspiel ist, bedient es sich einer dunklen europäischen Fantasy-Ästhetik. Ein bisschen wie in Final Fantasy XVI, aber ohne die aalglatten Figuren, die immer ein bisschen zu hübsch für das raue Setting aussehen. This way. Als sogenannter Erweckter durch Dragon's Dogma 2 zu laufen, hat übrigens einige Vorteile. Wir können vor allem die sogenannten Vasallen befehligen. Vasallen sind KI-Begleiter, die sogar von anderen Spielern angeheuert werden können. Andersherum können wir aber auch die Vasallen anderer Spieler in unseren Dienst stellen. Jeder Spieler hat nämlich einen Hauptvasallen, den er selbst erstellt, inklusive Aussehen, Volk und Laufbahn. Zusätzlich können aber noch weitere Vasallen angeheuert werden, nämlich die der anderen Spieler. Einen klassischen Multiplayer oder einen Koop-Modus gibt es hingegen erneut nicht. Das 2015 in Japan veröffentlichte MMO Dragon's Dogma Online hat es ja leider nie in den Westen geschafft und ist inzwischen auch längst wieder offline. Dafür könnt ihr jetzt aber wie im ersten Teil plattformübergreifend eure Vasallen tauschen. Eure Helden fühlen sich also auf der Xbox und PS5 heimisch. Ein besonders schönes Feature: Vasallen anderer Spieler nehmen auch ihr Wissen über bereits erledigte Quests mit. Haben wir also zum Beispiel einen Magier angeheuert, der unsere aktive Quest schon erlebt hat, kann er uns Tipps zu Rätseln geben und den Weg zum Zielpunkt weisen. Und Bonus-Items bringen sie gleich auch noch mit. Das clevere Vasallensystem ist deshalb auch wieder das Herz von Dragon's Dogma. Im Vergleich zum Vorgänger wurde dieses System aber nochmal erweitert. Die KI-Begleiter sollen nicht nur besser auf unsere Befehle reagieren, auch im Kampf sollen sie schlauer agieren und eine größere Hilfe sein. Allerdings können die Vasallen im Kampf auch ausgenockt werden, wir müssen also nicht nur unsere, sondern auch ihre Lebensleisten im Auge behalten.
Besonders hilfreich sind die Vasallen, wie schon gesagt, bei der Orientierung, wenn wir eine Quest annehmen. Die Begleiter zeigen uns nämlich den Weg und wir müssen nicht alle paar Minuten auf die Karte schauen. Sie zeigen uns auch seltene Materialien oder Schätze und machen freche Kommentare, wenn wir überladen sind. Ohnehin sind die Vasallen deutlich gesprächiger als zuvor, auch wenn in der Anspielversion noch nicht alle Beiträge der Begleiter Sinn ergaben. I had a feeling that rest would do us good. We must not let down our guard. Dafür können wir aber unsere Ausrüstung auf sie abladen. Und mit Fackeln erleuchten sie uns sogar nachts die Wege. Das Kampfsystem von Dragon's Dogma 2 bleibt übrigens größtenteils unverändert. Je nach gewählter Laufbahn können wir neben passiven Perks, wie zum Beispiel schnellerem Klettern, auf eine Reihe Spezialfähigkeiten zurückgreifen. Zu Beginn stehen uns die Klassen Bogenschütze, Dieb, Magier und Kämpfer zur Auswahl. So kann der Bogenschütze neben seinem normalen Angriff beispielsweise auch einen Fächerschuss abgeben, der drei Pfeile auf einer horizontalen Ebene auf den Weg schickt. Der Dieb hingegen platziert eine kleine Mine im Boden und lässt sie auf Knopfdruck explodieren, während der Magier eine Vielzahl von Zaubersprüchen nutzt. Dazu hat jede Klasse auch nochmal eine besondere Fähigkeit, die sie im Kampf aktivieren kann. So verstärkt der Krieger sein Schwert und Schild mit Feuer, während der Dieb feindlichen Angriffen besonders elegant ausweicht. Im späteren Spielverlauf können wir die Klasse auch wechseln, miteinander vermischen und uns spezialisieren. Dabei kommen dann Hybridfähigkeiten heraus, wie die mächtige, mystische Klinge. Diese Klasse ist nicht nur mit einem Duo-Speer bewaffnet, sie hat auch Zauber, mit denen sie gleich mehrere Gegenstände auf die Gegner schleudert. Der mystische Bogenschütze hingegen setzt auf, wer hätte es gedacht, seinen Bogen. Aber er kann auch Heilzauber und eine starke Flächenattacke einsetzen, die allen Gegnern im Bereich Schaden zufügt. Dafür verliert er aber selbst etwas von seinem Leben. Mit den flotten, leichten und schweren Attacken erinnert uns das Kampfsystem von Dragon's Dogma manchmal sogar ein bisschen an die Devil May Cry Spiele. Kein Wunder, schließlich hat Dragon's Dogmas Game Director Hideaki Itsuno schon vorher seit dem zweiten Devil May Cry an der Serie mitgearbeitet. Das eigentliche Highlight der Kämpfe von Dragon's Dogma 2 ist aber das Physiksystem und damit die Interaktion zwischen Spielfigur, Gegnern und Umwelt. Mit der Schultertaste können wir nämlich jederzeit Gegenstände, Gegner oder KI-Begleiter greifen, hochheben, durch die Gegend tragen und auf Wunsch auch werfen. Die Vasallen können auch uns selbst werfen, was besonders hilfreich ist, wenn wir auf eine erhöhte Position wollen. Auch ein Goblin kann schnell zum Geschoss werden oder wir werfen eben einen Felsen den Abhang hinunter und beseitigen so ganze Räuberbanden. Das ist schon fast so kreativ wie in Zelda Breath of the Wild. An großen Gegnern wie Zyklopen können wir uns mit der Schultertaste sogar festhalten und auf ihnen herumklettern, stets auf der Suche nach dem Schwachpunkt, in dem wir unseren Dolch jagen. Shadow of the Colossus und Monster Hunter lassen hier grüßen, sehr stark sogar. Es gibt auch Gegner wie einen mächtigen Greifen, der sich im Kampf plötzlich in die Lüfte erhebt und uns als blinden Passagier mitnimmt. Ein paar dieser Elemente kennen wir schon aus dem Vorgänger, aber das neue Spiel soll noch einige Überraschungen in der Spielwelt bereithalten. So können wir auch große Monster als eine Art lebendige Brücke nutzen. Wir können auch die Seile einer richtigen Brücke kappen und sie zum Einsturz bringen oder einen Damm sprengen und so eine Horde Goblins wegspülen. Wir müssen aber auch auf unsere Umgebung achten, denn ein Troll kann die Brücke, auf der wir stehen, mit einem großen Stampfer ebenso zum Einsturz bringen. Auch in den Kämpfen kommt wieder die KI unserer Vasallen zum Tragen. Die Begleiter heben beispielsweise Gegner hoch und nutzen sie als Wurfgeschosse. Oder sie tragen angeschlagene Kollegen aus der Schusslinie. Die Möglichkeiten des Physiksystems sind zahlreich und laden zum Experimentieren ein. Noch wirken die Kämpfe in der von uns gespielten Vorabversion von Dragon's Dogma 2 aber recht holprig. Was aber hauptsächlich an einigen hölzernen Animationen und Glitches liegt, die bis zur fertigen Version noch behoben werden sollten. Dazu hat Dragon's Dogma 2, wie schon der erste Teil, kein klassisches Lock-on-System oder eine Ausweichrolle, wie wir sie aus Dark Souls und Co. kennen, es sei denn, sie ist Bestandteil eurer Klassefähigkeiten. Daran müssen wir uns erst einmal wieder gewöhnen, denn dadurch werden die Vasallen und cleveres Sondieren der Gegner umso wichtiger. Das Klettern spielt nicht nur bei den Kämpfen gegen Minibosse eine Rolle, sondern auch beim Erklimmen von Felsvorsprüngen und beim Erkunden der Spielwelt.
Entweder können wir auf diese Weise neue Gebiete erschließen, Geheimnisse entdecken oder einfach den Höhenvorteil nutzen, um Gegner aufs Korn zu nehmen. Die offene Spielwelt von Dragon's Dogma 2 ist gefährlich und noch dazu viermal so groß wie im Vorgänger. Die Welt soll diesmal auch komplett zusammenhängend sein, es soll also keine Ladepausen mehr geben, wenn wir beispielsweise eine Höhle betreten. Allerdings decken wir erst nach und nach Teile der Karte auf und müssen unseren eigenen Weg durch die weitläufigen Gebiete finden. Wir bewegen uns dabei zwischen Vermund, dem Königreich der Menschen, und Batahil, der Nation der Biestren. Vermund wartet mit dichten Wäldern und Burgen auf uns, während Batahil mehr an eine Wüstenregion mit Höhlen erinnert. Dort leben die Biestren, ein pelziges neues Volk, das wir auch selbst spielen können. Die löwenartigen Biestren sollten schon Teil des ersten Dragon's Dogma sein, damals wurden aber viele Inhalte gekürzt. Neben großen Monstern und Gruppen, die uns tagsüber in deutlicher Überzahl angreifen, wird es vor allem in der Nacht bedrohlich. Noch stärkere Feinde strömen durch die Gegend und nur unsere Lampe bietet einen kleinen Lichtschein. Ohne die Lampe sind wir aufgeschmissen, denn in der Nacht sehen wir kaum ein paar Meter weit. Damit bringt Dragon's Dogma 2 also den auch spielerisch spannenden Tag- und Nachtzyklus aus dem ersten Teil zurück und macht die nächtlichen Erkundungen erneut zu einem besonderen Erlebnis. Bei unserer Lampe müssen wir zudem wieder auf das verfügbare Öl achten. Geht das zur Neige, stapfen wir fast blind durch die Steppen. Neu hinzugekommen ist dagegen ein Lagersystem. Damit können wir jetzt an Lagerfeuern mit der Party rasten, etwas plaudern und Ressourcen opfern, um die Gruppe zu heilen und zu kochen. Je nach Gericht gibt es dann temporäre Buffs auf unsere Attribute. Eine willkommene Pause auf den langen Märschen. The sun climbs high. A visit to Melv might jog your memory, Master. Zudem gibt es endlich auch ein ausgebautes Schnellreisesystem. Im originalen Dragon's Dogma konnten wir nur zwischen wenigen Punkten auf der Karte schnellreisen, was den Einstieg ins Spiel erschwert hat. Mit dem DLC Dark Arisen kamen deshalb limitierte, aber frei platzierbare Transportkristalle dazu. Dragon's Dogma 2 öffnet sich hier merkbar und setzt mit den neuen Ochsenkarren auf eine Schnellreisemechanik, wie man sie aus vielen anderen Open-World-Spielen kennt. Sicher sind wir dabei aber nicht, denn wir können auf unseren Fahrten mit dem Karren auch von Gegnern überfallen werden und müssen uns zur Wehr setzen, bevor wir weiterreisen. Dragon's Dogma 2 setzt auf die RE-Engine und bietet recht detailreiche Charaktermodelle. Die Vasallen und NPCs sehen zumindest vielfältig aus und wirken auch in Nahaufnahmen noch halbwegs hübsch, zumindest bis man die Gesichtsanimationen sieht. Auch der Detailgrad der Spielwelt kann nicht wirklich überzeugen. Die Städte und Landschaften wirken bislang noch etwas leblos und austauschbar. Zudem sind manche Texturen arg matschig und auch die Beleuchtung wirkt zumindest tagsüber sehr flach, zumindest verglichen mit aktuellen High-End-Produktionen. Immerhin gibt es jetzt eine stabile Framerate. Im ersten Teil hatte das teilweise noch an eine Diashow erinnert, die technischen Probleme scheinen jetzt aber behoben. Auch die Kampfeffekte und das Gegnerdesign können schon jetzt überzeugen. Trotzdem hätten ein paar neue Gegnertypen nicht geschadet, denn wir bekommen meist die Kreaturen, Harpien, Minotauren und Banditen vorgesetzt, die wir schon aus dem ersten Teil kennen. Dragon's Dogma 2 scheint allgemein kaum Neuerungen zu liefern und versucht stattdessen das bereits Bekannte zu verbessern. Doch so toll es auch ist, dass sich die Fortsetzung auf die Stärken des Originals beruft und spannende Elemente sogar noch ausbauen will, etwas mehr Mut zu neuen Ideen und Inhalten würde vielleicht auch nicht schaden. Immerhin gibt es ein bisschen Dynamik in der Spielwelt. Quests müssen beispielsweise nicht immer gleich ablaufen. Auf dem Weg zum Zielgebiet können wir beispielsweise von ganz anderen Gegnern überrascht werden als beim ersten Spieldurchgang. Oder unsere Vasallen führen uns auf einer vollkommen anderen Route zum Ziel und wir treffen dabei auf stark bewachte Schätze und weitere Monster. Insgesamt macht Dragon's Dogma 2 deshalb einen sehr vielversprechenden und spannenden Ersteindruck. Polishing ist bis zum Release aber definitiv nötig. Gerade hinsichtlich der Physik kam es in unserer Anspielversion noch zu unfreiwillig komischen Glitches, wie dem Soldaten, der mit dem Gesicht voran einen Geröllhaufen herabrutscht, während er sich bei uns für seine Rettung bedankt. You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. Auch die Kamera scheint noch manchmal Probleme mit den größeren Gegnern zu haben. Es wundert jedenfalls nicht, dass es noch keinen konkreten Release-Termin für den PS5, Xbox Series und PC-Titel gibt. Vor 2024 braucht ihr jedenfalls nicht mit dem Spiel rechnen.
Wenn Capcom aber noch an ein paar Stellschrauben dreht, dann erwartet uns mit Dragon's Dogma 2 ein echter Rollenspiel-Hit mit Oldschool-Gefühl. Und diejenigen unter euch, die das erste Dragon's Dogma noch nicht gespielt haben, können diese kleine Perle bis dahin ja noch nachholen. Besonders die PC-Version sieht in hohen Auflösungen immer noch stimmungsvoll aus und läuft richtig rund.